Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Ascalon Resurrection. Nicht zu einer neuen Folge, denn wenn man die in 2 Monaten schaut, ist sie nicht mehr neu. Heute können wir uns den Randomizer mal sparen, denn ich habe einen Auftragsmord bekommen. Auftragsarbeit, nicht Auftragsmord, pardon. Mir kam so an, dass der Vertrauensvolle, der Kanonitergütige persönlich darum gebeten hat, dass er einen Balkon im Herrenhaus erhält. Wird dies innerhalb von 25 Minuten zu schaffen sein? Finden wir es heraus. Wir sind gespannt und werden euch dabei zuschauen. Denn in 25 Minuten möchte der Kanoid ein Backup ziehen und da wollen wir doch vorab mit fertig sein, ne? Also. Gucken wir mal. Ich habe das Inventar hoffentlich diesmal komplett vorbereitet. Das ist ja jetzt nicht immer so gut gelungen bislang. Aber ich drücke mal die Daumen, dass es diesmal funktioniert. So, dafür muss ich hier... Ah, da stehen hier noch Gerüste. Ich habe auch welche im Inventar. Aber ich hoffe doch, dass ich die auf dem Balkon jetzt nicht benötige. Denn damit wäre ja dann Kanos Zimmer tatsächlich abgeschlossen. Abgeschlossen. So, also erstmal. Hier ist alles noch ein bisschen karg. Hier sieht man noch den nackten Boden. Das wollen wir erstmal ändern. Ja, ich sehe, hier fehlen noch ganze Räume. Hier fehlen noch ganze Fenster. Naja, ich fange jetzt erstmal mit dem... ich dachte eigentlich, dass ich hier dann direkt die Fenster schon mache, aber da sind ja noch gar keine Wände. Weil das würde dann hier zur Vorderfront halt dazugehören, wenn ich die Front hier für den Balkon mache. Aber dann fange ich jetzt erstmal hier mit an. Hier kommt jetzt erstmal der Boden hin, damit das hier, da wird ein Stack nicht reichen. Ich hätte direkt mehr mitbringen sollen. So. Aber wie schön, hier die Balustrade ist schon fertig. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, dann wollen wir doch mal hier... knapp. Ganz knapp. Das kann doch echt nicht sein. Ist das denn die Possibility? Naja, ich bin mal gespannt, ob Kano schon dort steht, wenn ich gleich wiederkomme und hol mir mal gerade einen Stacken Cleanstones. Ja, ich habe hier jetzt ja tatsächlich mal so ein Wettrennen. Schaffe ich das innerhalb einer bestimmten Zeit? Ich denke schon, in letzter Zeit komme ich im Herrenhaus, wenn ich den Herrenhaus folgen habe, relativ gut voran. Bei dem Schluss komme ich auch gut voran. Aber... Wieso, die Fische gehören dahin. Aber die große Frage ist ja jetzt auch, schaffe ich's? Oder schaffe ich's nicht? Ja, das ist die Frage. Ja, das ist ja natürlich ärgerlich, dass da die Wand noch fehlt. Ich wollte halt die beiden Fenster direkt reinzimmern. Es ist schwer, Fenster zu machen, wenn da die Wand drumherum fehlt. Wieso wird's jetzt schon wieder dunkel? Naja. Da bringen wir direkt auch mal rote Netherziegel mit, wenn ich noch welche im Lager habe. Ja, aber ich kann jetzt nichts erzählen. Abgesehen davon, dass weiterhin die Klage von Gizzleby im Raum schwebt. Er besteht darauf, auf die Klage. Und ja, dann muss ich halt im nächsten Hursday mich damit... Ja, das Inventar ist dann auch voll Mist. Muss ich mich halt im nächsten Hursday damit auch auseinandersetzen. Was halt recht schade ist. Der nächste Hursday, wenn alles gut geht, können wir nämlich im nächsten Hursday Chrissy in das Ascalonia-Team aufnehmen. Und da wollte ich eigentlich... und das pünktlich so 150. Und da wollte ich halt was Positives machen und nicht jetzt hier so eine Klage wieder, die zu Krieg führt. Ich meine, der letzte Krieg, da war Hyperion ja zum Glück nicht beteiligt, aber der letzte Krieg, der war schrecklich. Das wollte ich nicht. Was meinst du, dass Hyperion niemals angeklagt wird? Und dann kommt so ein Gizzleby und klagt mich an, einfach weil der sein Protokoll nicht richtig schreibt. Wo finde ich denn hier? Sind die Netherziegel? Habe ich noch welche da? Ja, ich packe mir einfach mal welche ein. Es ist ja jetzt nur für die beiden Wände da. Das ist ja jetzt nicht so... Ja. Ich wollte keinen, weil der es nicht gebacken kriegt, sein Protokoll zu schreiben. Weil ich in meiner großen Güte dann für ihn das Protokoll geschrieben habe. Und er klagt mich dann an, weil er... bevor das Protokoll überhaupt gelesen hat, damit nicht zufrieden ist. Dieser Bischof, ey. Jetzt habe ich schon wieder eine Rage-Folge über den Bischof. Oh, sorry. Naja, mal schauen. Die Sonne ist zum Glück schon wieder am Aufgehen. Ich habe jetzt auf jeden Fall genug Cleanstones, um den Boden fertig zu machen. Ich hätte einfach direkt 2 Sticks einpacken sollen. Vielleicht hätte ich nur 1 Stick eingepackt. Naja. Und dann, ja, schauen wir doch mal. Also ich denke mal, der Balkon dürfte jetzt wirklich nicht so das große Problem werden. Der Balkon dürfte recht schnell fertig werden. Nein, da werden jetzt ein paar Gartentische und Gartenstühle hingestellt. Und dann muss natürlich die Balkontür noch ein bisschen hübsch gemacht werden. Und dann ist der Balkon fertig und dann ist Kanos Zimmer auch offiziell abgeschlossen. So, ich sehe da auch schon jemanden. Ah! Erste Reihe Plätze! Erste Reihe Plätze, dann wollen wir doch gleich mal weitermachen.
Ja, also hier, das wird ja wohl jetzt hoffentlich. So. Ich stelle ihm am besten direkt hier jetzt die Gartenstühle hin. So, dann kann er sich nämlich gleich hier hinsetzen. Erstmal fange ich jetzt allerdings mit dem Tischler an. Der kommt nach. Warte mal kurz. Hier fehlt ja auch die Wand! Ach, Mann, ey. Jetzt habe ich mich fast verzählt, weil hier die Wand fehlt. So, da kommt nämlich dann der Tisch hin. So, und jetzt habe ich auch nicht genug Fichtenschiller. Ich meine, der Glastisch besteht natürlich nicht nur aus Glas. Das wäre ja schon ein bisschen gefährlich. So, der muss natürlich hier. So, dann bekommt er hier und hier das. Und dann muss ich hier allerdings gleich auch noch die Armlehne holen. Die sind noch unten im Dingens, wie heißt das Ding, Erdgeschoss. Und dann will ich ihm mal gerade ganz schnell hier da. Ich brauche noch mehr. Wie viel brauche ich denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ungefähr. Wo sind die Schilder? 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 Hä? Ach, weil ich keine Stöcke habe. Wieso habe ich keine Stöcke im Inventar? So, dann mache ich mir erst ein paar Stöcke. Dann ist das Inventar schon wieder voll. Toll. So, jetzt müssen hier was Schilder sein. Hallo? Bin ich blind? Na gut, dann machen wir es halt auf die gute altmodische Art. So, was habe ich gesagt? 12 Stück. 1, 2, 3, 4, das sind 12. So. Ja, die Stöcke lasse ich jetzt da liegen, deswegen habe ich wohl keine Stöcke im Inventar. Und dann will ich das hier oben jetzt auch schnell fertig machen, damit der Ganoid sich auch hinsetzen kann. Das wäre ja schön, da wird er sich freuen. So, ach, der steht immer noch da und guckt zu. So. 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 Und dann, wo sind jetzt wieder die. Ah, da. Dann kommt hier der nächste hin. Warte mal, erstmal, das brauche ich dann natürlich auch. So. Der bekommt natürlich auch ein paar. Wir wollen ja nicht, dass er umkippt. So. 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 Und dann kommt das noch dahin. Und dann kommt hier noch ein zweiter Stuhl dran. So, warte mal. Nee, das kommt von hinten dran. So, dann ist der Balkon an sich, das Mobiliar ist fertig. Das Mobiliar ist fertig. Ja, aber jetzt, Mann, da ist ja aber auch eine Wand fehlt. Dann hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Warte mal kurz, dann ist das ja viel zu weit. So, das brauche ich ja soweit gar nicht. Mann, ey. So, jetzt mache ich aber auch erstmal nur. Aber den da sehe ich doch gar nicht, das ist mir jetzt egal. So. Und da sitzt er. Wie schön, der Ganoid sitzt da, kann sich ein Tässchen gönnen und zuschauen, wie die Arbeiter hier die Wand hochziehen. Wie sich das gehört. Ja, so, hier kommt natürlich die Wand auch weiter hoch hin. So. So. Und jetzt wie hoch? Jetzt. Ich habe jetzt halt nicht damit gerechnet, dass ich heute eine Wand machen darf. Ich würde mal sagen, so hoch wie die Wand muss die dann. Klingt logisch. Und dann habe ich nämlich natürlich auch, na, dann wären die beiden Fenster wohl doch nicht gemacht. Naja, ich mache jetzt erstmal. So, jetzt ist das erstmal so wie da. Die Frage ist halt, ich muss mir jetzt nochmal genau angucken, wie das jetzt in der Mitte ist. So, also hier kommt jetzt erstmal ganz typisch. Ich habe keine Stufen dabei. Ach, Mann, irgendwas ist ja immer. Ah, ich dachte, ich hätte. Ich dachte, wobei, die können vielleicht sogar hier unten irgendwo noch drin sein. Und zwar. Nee, keine Stufen. Keine Stufen. Ach, Mann, ey. Irgendwas ist ja immer. Also, es ist so, dass ich mir eigentlich alles eingepackt habe, was ich ja auch für die Fenster schon standardmäßig mir immer einpacke. Und diesmal habe ich die Stufen vergessen. Dabei bin ich den ganzen, also vor der Aufnahme, den ganzen Sandsteinraum rumgegangen, habe geguckt, was gibt's im Sandsteinraum, was brauche ich alles. Und ja, die Stufen habe ich irgendwie übersehen. Also, ich wusste, dass ich Blöcke brauche. Ah, die Birkenholzsteine fehlen ja auch noch. Ah, gut.
Also ich wusste, dass ich Sandsteinblöcke brauche, Sandsteinstufen, ah ja, die Stufen habe ich ja, die Treppen sind es ja, die mir fehlen. Und Sandsteinmauern. Die habe ich alle eingepackt, glaube ich zumindest. Aber ich habe die Sandsteintreppen vergessen. Die muss ich dann nochmal ganz schnell mir holen. So, dafür gehe ich jetzt hier runter. Na, noch 14 Minuten. Noch 14 Minuten werde ich es schaffen. Werde ich es schaffen. Sandstein, Sandstein, Sandstein. Also, wo sind sie denn? Stufen. Ja, genau, die Dinger. Wir sind jetzt im Winter voll. Ach, wir brauchen den Feuerstein. So, und dann, was fehlt mir jetzt noch? Was ach ja, die Birken. Die Birkendinger. Birke, Birke, Birke ist bei Holz, 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 Holz. So, dann kann ich die Schwarz. Wieso habe ich Schwarzeiche dabei? Gut, dann kann ich nämlich Schwarzeiche einmal kurz weglegen. Ja gut, Schwarzeiche habe ich auch mehr als genug. Ach, das habe ich wahrscheinlich beim Schluss irgendwo gebraucht. Und dann brauche ich nämlich eigentlich sechs, wenn ich jetzt alles tatsächlich fertig kriegen würde, bräuchte ich. Ach, sind genau sechs, na, das passt ja. Dann bräuchte ich genau sechs Birkenholzzäune. Es sind jetzt allerdings auch genau sechs und deswegen habe ich sie eingepackt. Die Frage ist, ob ich tatsächlich alles fertig kriege. Naja. Denn ich habe ja nicht genug Netherziegel jetzt dabei, würde ich mal behaupten. Und für die Netherziegel bei den Fenstern nebenan werde ich gleich nicht nochmal loslaufen. Nein. So, ich meine, da sitzt immerhin Kano auf dem Balkon, trinkt seinen Kaffee und wartet darauf, dass die Balkontür jetzt eingebaut wird. Und die möchte ich jetzt auch einbauen. So. Also, immer diese langen Wege. So, aber immerhin habe ich das Lager schon mal hier bei den Wilkersons und nicht mehr drüben im verbrannten Land. Das wäre ja noch schlimmer, wenn ich jetzt mal ins verbrannte Land laufen müsste. Das ist ja beim Schlossbau so. Wenn ich da irgendwas vergesse, muss ich ja jedes Mal hierher zu den Wilkersons laufen. So, dann wollen wir doch mal schauen, wie es hier jetzt aussieht. Die Sonne geht auch gleich schon wieder unter. Die Zeit vergeht gerade so schnell. Da fahren wir gehen die Zeit in der Folge so schnell. Dabei habe ich nicht mal was zu erzählen. Ah, da steht er. Da steht er ja schon. Guten Tag. Guten Tag. Okay, er will nicht reagieren, dann mache ich hier jetzt weiter. So, das muss ja dann in der Theorie genau hier. Warte mal, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass das hier anstößt. Und da, das ist nicht gut, das soll da nicht anstoßen. Das anstöße ich. Dann muss ich das nochmal verschieben. Ja, die Möbel müssten um eins verschoben werden, damit sie nicht mit der Balkontür in Berührung kommen. Mal schauen, ob er Lust darauf hat. Also mache ich es halt gleich. So und so. Dann so und so. Weiß ja nicht, ob er Wutsamkeit hier hat. Ah. Ja, sieht so aus, ja. Hat er jetzt den? Ne, hat er nicht. Er hat wohl auch Behutsamkeit. So. Ist auch noch dunkel hier. Mann, ey. So, passen da nicht einfach auf Anhieb. So. Ah, super. Das ist ja super. Okay, dann spring ich einmal kurz ins Bett. Damit wir auch was sehen, was wir da jetzt machen. So, und dann muss ich wieder die ganze Treppe hochlaufen. Ich meine, runterspringen geht ja schnell. Hochlaufen muss man dann auf den üblichen Wegen. Oh, wie schön hier die Sonne reinscheint. So, dann wollen wir mal wieder hoch, 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 hoch. Wir haben noch 10 Minuten. Noch 10 Minuten. Und da sitzt der Kanoid und schaut zu, wie hier gebaut wird. Darauf kommen jetzt wieder die Dinger. So und so. Und jetzt muss ich mich hochbauen mit den Gerüsten. Und ich kann mir auch direkt die Sachen holen und die Sachen und die Sachen. So, dann wollen wir mal schauen, dass das jetzt funktioniert. So und so. So
Hi. Autsch. Ich hätte vielleicht erst das machen sollen. Und dann nochmal kurz hoch hier. So. Jetzt funktioniert's aber. So und so. Und in die Mitte kommt das. So. Jetzt sieht man auch schon deutlich, dass da vielleicht noch ein paar Blöcke hinkommen sollten. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich das hier. Ist das denn richtig? Nee, da muss ein. Nee, ich lasse das jetzt so, ist egal. So, ach, ich habe keine. Ich habe schon wieder was vergessen. Das kann auch echt nicht die Possibility sein. So, also. Die Tür. Die kommt hier so hin. So. So. Und dann sind da drüber zu. Ne, da drüber ist eins. Das muss wieder weg. So. So. Und das müsste es gewesen sein. Also in der Theorie zumindest. In der Praxis weiß ich. Mir fehlen noch Eisengitter. Ach, Mann, ey. So, dann schaue ich mal. Habe ich jetzt zufällig noch Eisengitter drinne? Nee, hier nicht. Hier nicht. Kann ich schon wieder den ganzen Weg zurücklaufen? Und Kano sitzt auf dem Balkon und wundert sich, warum ich ständig abhaue. Und warum bin ich gar nicht auf Level 2? Wegen dem Riot letztens. Das war ja total uncool. Level 2 ist ja blöd. Level 2 will ich nicht. Nee. Man muss vielleicht mal eine Monstertour machen, aber wenn ich eine Folge mit Monstertour mache, dann verliere ich ja wieder Zeit fürs Herrenhaus oder fürs Schloss. Naja, ich laufe jetzt mal kurz im Speed. Kano ist reingegangen. Was? Regnet. Super Wetter, um den Balkon einzuweihen. Vielleicht, ich hoffe nur, für ihn kam das jetzt auch wie achtfache Geschwindigkeit vor. So. Und dann ist der Balkon so gesehen jetzt fertig. Was natürlich noch fehlt, ist bei der Wand so das obere Ende. Das wird natürlich noch aufgehübscht, aber das gehört zur Außenfassade. Und ja, dann schaue ich mal, wie weit ich mit der Wand hier jetzt einfach komme, beziehungsweise ich verbaue einfach jetzt das, was ich noch dabei habe. So, ich mache das erstmal einfach auf die Höhe, die wir da drüben auch haben. Ah, dieses Wetter jetzt. Da baut man den Balkon und es fängt an zu regnen. Ja, das muss mir ja echt nicht sein. Mal schauen, wie weit ich jetzt hier drüben noch komme. Ja, einfach so weit, wie ich komme, mache ich weiter. Ja, und dann gehört das jetzt quasi schon zum nächsten Mal Außenfassade. Also nächstes Mal Außenfassade, wobei ich muss gucken, wie weit ich jetzt vorne schon gekommen bin. Oder da habe ich bestimmt wieder irgendwo irgendwas vergessen. Das gucke ich mir dann natürlich erst an. Aber ansonsten, Außenfassade, hier die beiden Fenster müssen dringend gemacht werden. Und ist. Schon den ganzen Tag ist hier schlechtes Wetter. Ja, und ich habe das. Es geht tatsächlich auf den Block genau auf. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, wo ist er denn jetzt? Endlich im Warmen. Sollen wir den Balkon dann vielleicht doch lieber ein andermal einweihen? Ja, und trocken ist es auch mein Kanu. Den fertigen Balkon sollten wir also ein anderes Mal einweihen, weil es nämlich regnet. Ja, damit kann ich jetzt eigentlich nur noch sagen: Arrivederci! Over and out! Und vielleicht sagt Kanu auch noch was zum Abschied? Nee? Gar nichts? Ich warte? Vielleicht? Ich meine, er kann tippen? Vielleicht ist er am Tippen? Nee? Er ist nicht am Tippen? Gut, damit doch auf Wiedersehen! Und damit sage ich jetzt auch Tschüss. Das wäre es mit dieser Folge. Wir haben den Balkon vollendet, wir haben Kanus Zimmer vollendet. Das ist doch mal ein Erfolg.